ihr Ungerechtigkeit verabscheut, aber trotzdem Veränderung wollt, dann hört genau zu. Stellt euch das vor, ein Kopfgeld in Milliardenhöhe für die Festnahme von Putin. Das ist keine verrückte Idee, sondern ein strategischer Schachzug. Ein so hohes Kopfgeld erzeugt eine Dynamik, die selbst enge Vertraute dazu bringen könnte, ihn auszuliefern. Natürlich kostet es Milliarden, diesen Druck zu erzeugen. Aber denkt mal darüber nach, die Planung, die Durchführung, die Risiken. All das braucht massive Investitionen. Und wer zahlt? Diejenigen, die vom Öl profitieren. Ölkonzerne sitzen auf massiven Überschüssen. Warum diese Gewinne nicht in einen Kopfgeldfonds stecken? Das könnte den Weg für einen fairen Prozess gegen Putin in Russland ebnen, entschieden von seinem eigenen Volk. Putin ist nicht irgendein Verbrecher. Ihn zu stoppen, könnte 8 Milliarden Menschen vor einer nuklearen Katastrophe bewahren. Fair? Absolut. Es geht nicht nur um Gerechtigkeit, sondern um die Sicherung einer friedlichen Zukunft. Die Gewinne der Ölkonzerne könnten der Schlüssel sein, um die Diktatur zu beenden und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Die Zeit zum